Freizeitparadiese und Vergnügungsparks bei Nacht. Zu dieser Zeit herrscht hier nur gespenstische Stille. Das Ganze bei Tag. Reizüberflutung, Gekreische, unwirkliche Kulissen. So kennt man das Treiben im Freizeitpark. Für seine Fotos besucht der Italiener Stefano Cerio Vergnügungsparks, wie hier die Cinecittà World bei Rom, nur außerhalb der Öffnungszeiten. Dann, wenn keiner da ist. Das, was ich an diesen Parks besonders liebe, ist der große Unterschied, den es hier zwischen voll und leer gibt. Diese Abwesenheit von Menschen lässt diese Welten völlig surreal erscheinen. Auch die Architektur, die eigentlich nur eine Fantasievorstellung, eine Kulisse, eine von Menschen gemachte Verrücktheit ist, wirkt menschenleer, ganz surreal und sinnlos. Bei Dämmerung beginnt für Stefano Cerio die Suche nach den Motiven. Wäre es komplett dunkel, könnte er sich in dem unbeleuchteten Park nur mit Taschenlampe orientieren. Ein besonders starker Blitz beleuchtet seine Motive, sodass sie am Ende wie vor komplett schwarzem Hintergrund erscheinen. Mir gefällt es, bei Nacht zu arbeiten, weil die Nacht ja auch die Abwesenheit von Licht bedeutet. Und ich kann dann selbst das Licht hinzufügen. Das Licht konstruiert erst das Foto. Denn das Foto besteht ja aus Licht. Aber in diesem Moment bin ich derjenige, der das Licht künstlich schafft. Orte, die am Tage der Massenunterhaltung dienen. Auch Skigebiete fotografierte Stefano Cerio schon bei Nacht, wenn der Rummel des Tages vorbei ist und diese merkwürdige Stille herrscht. Schwimmbäder und Wasserparks, überfüllte Orte des Vergnügens im Hochsommer. Doch Stefano Cerio findet sie nur im Winter reizvoll, wenn sie wie ausgestorben daliegen. Diese Fotoserie stammt aus dem Jahr 2010. Einige Leute finden die Bilder eher traurig, weil ihnen die Menschen fehlen. Andere sehen sie eher als eine Art von Fotorealismus. Oder sie spüren die Ironie, die in den Bildern steckt. Kunst sollte nicht nur einen Weg aufzeigen, sie zu verstehen. Nach dem Motto, dies bedeutet genau das, so gefällt mir das nicht. Kunst sollte die Gedanken in verschiedene Richtungen schicken. Seine aktuelle Fotoserie Night Games ist auch in einer Ausstellung in Rom zu sehen. Stefano Cerio begutachtet die Ausdrucke in seinem Studio. Dieses Foto gefällt ihm besonders gut. Man denkt, das wäre ein kleines Modell, aber es gibt Elemente, bei denen man merkt, dass es ein echtes, großes Gebäude ist. Wie diese Gittertüren, diese Überwachungskameras, da merkt man es. Doch diese Schwierigkeit zu begreifen, wie groß dieses Ding wirklich ist, der Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, das ist es, was mich reizt. Ein Bildband vereint die kürzlich in Italien, Frankreich und in den USA entstandene Fotoserie. Und obwohl Stefano Cerio mit seinen Bildern keine Gesellschaftskritik üben will, manche Interpretationen zwingen sich fast auf. Das ist das Foto, das ich auch für den Buchdeckel ausgewählt habe. Auf ihm sieht man den abgefallenen Kopf der New Yorker Freiheitsstatue. Das schafft einen sehr bedrohlichen Eindruck. Diese Vorstellung von einem New York in einer düsteren Zukunft gefällt mir. Das Ganze ist aber nicht in Amerika. Es ist in einem Freizeitpark bei Ravenna, der Mirabilandia heißt. Auch wenn der normale Trubel in Freizeitparks nicht jedermanns Sache ist, die Fotos von Stefano Cerio verleiten am Ende dazu, die fehlenden Menschen fast zu vermissen.